Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Leider konnte ich aus ein paar persönlichen Gründen eine Weile jetzt nicht filmen. Dann habe ich meine Kamera nicht richtig eingestellt gehabt. Dann hatte ich mein Stativ verloren. Und so hin und her haben wir also ein bisschen Zeit vertrödelt. Ich hoffe, ihr habt mich nicht vergessen. Heute soll es wieder weitergehen mit den Heilpflanzen. Vor allen Dingen, heute habe ich mir eine besondere Heilpflanze für mich ausgesucht. Das ist das Johanniskraut. Das Johanniskraut ist eines der am besten untersuchten Heilpflanzen, die es gibt. Vor allen Dingen, seine Wirkung im Hinblick auf die antidepressive Wirkung ist sehr gut untersucht. Die zweite Wirkung, die das Johanniskraut hat, ist die entzündungshemmende Wirkung auf die Haut. Deswegen wurde es früher auch schon von Dioskurides, einem griechischen Arzt aus dem Altertum, gegen Verbrennungen zum Beispiel angewendet. Doch schauen wir uns mal unseren Hauptdarsteller heute an. Das Johanniskraut erkennt man an seinen fünf Blättern, an seinen fünf Blütenblättern und an diesen besonderen aufstehenden kleinen Staubgefäßen. Der Stiel ist zweiseitig, also hat zwei scharfe Kanten und eine oder zwei runde Kanten. Die Blätter als solches sind so leicht eiförmig, lanzettförmig oder, ja, wie kann man sagen, so leicht länglich oval. Daran kann man das Johanniskraut eigentlich sehr gut erkennen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wenn man sich da noch nicht ganz sicher ist, wenn man so eine Blüte zwischen den Fingern zerquetscht, dann kommt da kein gelber Farbstoff, sondern ein schöner roter Farbstoff zum Vorschein. Das ist das Hypericin oder Hyperforin und auch der Wirkstoff, der in dem sogenannten Rotöl extrahiert wird. Es gibt, wenn man sich so die Felder anguckt, meistens nur das Johanniskraut oder das Greiskraut oder Kreuzkraut, das diese gelbe Farbe auf die Felder bringt. Das Kreuzkraut kann man aber auch schon von Weitem unterscheiden, da es rein gelb ist. Und das Johanniskraut hat halt immer diese rötlichen Verfärbungen, die man auch von Weitem sieht. Außerdem wird das Johanniskraut nicht ganz so hoch wie das Greiskraut. Der Name des Johanniskrautes kommt einerseits von dem Täufer Johannes, oder Johannes dem Täufer. Andererseits kommt er aus dem Griechischen für Hyperikon. Wahrscheinlich, weil die Griechen die Pflanze über ihren Ikonen aufgehängt haben. Der Zusatzname Perforatum beim Johanniskraut kommt dadurch, dass wenn man so ein Blatt gegen die Sonne hält, man die Sonne durchscheinen sehen kann durch kleine Öffnungen in dem Blatt. Das sind jedoch keine Öffnungen, sondern kleine Gefäße, in denen die ätherischen Öle des Johanniskrautes sind. Das Johanniskraut hat eine doppelte Wirkung, einerseits gegen Stimmungsschwankungen und Depressionen, andererseits wirkt es gegen Verbrennungen und Entzündungen der Haut, also Sonnenbrand, jetzt keine Verbrennungen dritten Grades oder so, sondern einfach so entzündliche Prozesse der Haut, die werden ganz gut mit dem sogenannten Rotöl von dem Johanniskraut bekämpft. Johanniskraut ist für mich eine ganz besondere Pflanze, da es eigentlich die erste Pflanze ist, die ich, oder die erste Heilpflanze ist, die ich wirklich kennengelernt habe. Wir haben das damals in der Schule durchgenommen, da gab es auch andere Heilpflanzen, die wir durchnahmen. Die habe ich nicht weiter so beachtet, aber diese Heilpflanze kam mir weiter unter, als wir meine Mutter besuchten, die gerade in einer Reha-Maßnahme war. Und dort gab es ein ganzes Feld voll mit Johanniskraut. Und ich habe dann das erste Mal das sogenannte Johanniskrautöl angesetzt. Oder Rotöl wird es auch genannt. Das ist so der Hauptbestandteil oder der Hauptheilpunkt für die Naturheilkunde, wie man dieses Johanniskraut äußerlich anwendet, wenn man es nicht gerade als Tee trinken möchte. Eine Nebenwirkung gibt es dabei zu beachten, dass Johanniskrautöl, genau wie der Tee, sorgen dafür, dass die Widerstandsfähigkeit der Haut abgesenkt wird in Verbindung
mit Sonnenlicht. Das heißt, man bekommt leichter einen Sonnenbrand, als wenn man das nicht verwenden sollte. Deswegen wird das Johanniskraut gerne im Winter zu Tees hinzugefügt, die die Laune etwas aufheben sollen. Grundsätzlich muss man aber auch beachten, dass wenn man zum Beispiel Johanniskrautöl, also das Rotöl, verwendet, dass die Haut empfindlicher auf Licht reagiert. Ich pflücke jetzt hier so ein paar Blümchen und dann sehen wir uns gleich wieder und ich zeige mal, wie ich das Johanniskrautöl herstelle.